und herzlich willkommen, mein Name ist Antimythos und wir spielen heute wieder Adventure Communist. Der Anlass dafür ist, wir haben uns doch gesagt, okay, ich fange da mal an. Ich dachte doch, ich spare mir jetzt die Scientists im Grunde für, für das eine Upgrade, was ich mir uns holen wollte. Und das werden wir auch tun und ich habe überlegt, naja, hole ich jetzt Hypes, bin ich instant meine Comrades los. Ich könnte eine Kolonie dafür kaufen. Ich werde das erstmal die Highways kaufen, weil die sind vom Preis her sehr, sehr teuer. Ich habe es halt nicht so mit Erz und Munition. Das ist immer noch so ein Riesenproblem, das Ganze. Ja. Ich könnte hier auch einen Super Highway kaufen, aber wer braucht das? So, dann haben wir hier. Hier ist das Problem. Wir haben nicht genug Munition. An Munition ist das Problem. Ich kann dieses Upgrade natürlich nicht machen, ist ja klar. Es ist noch sehr, sehr teuer. Ich kann aber im Grunde das Ding kaufen. Dann fängt er an, schneller mehr zu machen. Im Grunde ist das ja so, ne? Das Ziel ist es eigentlich, schneller Munition zu machen. Weil, wie wir gesehen haben, wir brauchen ja hierfür brauchen wir Erze. Okay, das ist Quatsch. Wir brauchen hierfür relativ viel Muni. Was doch sehr, sehr ätzend ist. Und ich versuche jetzt im Grunde unsere Scientists zu holen, zu sammeln und das und kompletten Einkommen zu verdreifachen. Wow, zwei auf einmal? Zwei gleichzeitig? Ich wusste nicht mal, dass das geht. Das ist jetzt im Grunde so der Plan für heute. Das war dann, wie ich hier schon sagte, war das hier? Genau, hier. Alle Ressourcen wird um drei erhöht. Also das verdreifacht. Ne? Müsste bedeuten, dass die Hives keine 3 Minuten mehr brauchen, sondern weniger. Und ich kann auch Hives kaufen. Hey. Mittlerweile sehen die Unlocks auch schon sehr witzig aus. Wir sind schon relativ weit. Also wir haben die Farmer bald durch. Ne? Kommunen dauert noch eine ganze Weile, aber kommt auch noch. Haben wir von denen dementsprechend auch die Medaillen und das alles und die ganzen Scientists schon abkassiert. Das ist natürlich so eine Sache. Ich habe ausgerechnet, wenn ich jedes Mal 3 kriege auf diesen Kapseln, dann habe ich bei 5, dann habe ich 3. Also 3 Kapseln pro Ebene sind 15 mal 5 sind irgendwie 75 Kapseln. Das müsste eigentlich ausreichen. Selbst wenn jeder nur 2 gibt, reicht das aus, weil wir ja schon so viel haben. Sollten wir damit gut hinkommen. Wir müssen halt bloß hoffen, dass mal irgendwann mal auch welche bekommen. Ja. Weil ich habe gestern relativ lange dran gesessen, um die zu kriegen. Guck mal, wir haben jetzt noch 2er, 4er, noch 10 Stück. Das sind 20, das wäre nicht so doll. Ich hoffe einfach mal, dass auch ein paar mehr drin sind zwischendurch. Weil ansonsten wird es wirklich eng, das wäre jetzt sehr, sehr peinlich. Hast du große Fresse gehabt hier? Oje, oje. Stunden später. Guck mal, da war eine 3er drin. Ist doch schon mal was. Komm schon, get me more. Feed me more. Da mich mehr. Das heißt, dann würden die Plantations keine Minute mehr brauchen, sondern bloß noch 20 Sekunden. Dreimal so schnell. Müsste eigentlich den Sinn machen, oder? Dreier, wir brauchen jetzt noch 21. Oh weia. 4er, 6er, 7er. Jeder müsste 3er geben. Schaffen wir nicht? Nein, das kann doch nicht sein! Oh mein Gott, wie peinlich! Einer kann weniger geben, wenn anderer dann 4 gibt stattdessen. Gucken, gibt's irgendwas an mit Medaillen? Nee, so Kartoffeln ausgraben? Nee. Landwork, irgendwas, was. Nee, Mining ist auch nicht, wo man jetzt sagen könnte, das ist fast fertig.
Sind da bloß noch diese ganzen teuren Dinger. Oh Mann. Warte mal, Waffen. Hab jetzt nur noch an Kameraden eigentlich. Wenn das auf 1 Million erhöht, kriegen wir wieder Kameraden, aber. Die ist, ich wollte gerade sagen, die ist leer, cool. Noch 5 Stück. 5 mal 3 Stück, das wäre cool. Oder irgendwie mehr wäre geil. Oh Mann. Alleine die 10 Minuten runterdrücken auf 3 Minuten wäre schon cool. Da hapert's an Erz. Um Erz weiterzumachen, machen zu können, hapert's an den anderen Sachen. Ja gut, das Erz ist aber auch wirklich sehr wenig, was ich hier mache, ja. Wenn man mal so guckt. Ich habe Waffen eben erst upgegradet. Habe ich aus Versehen drauf gedrückt, als ich das Spiel gestartet habe. Naja, war schon schön bejagt. Nein, er ist zu wenig. Einer zu wenig schon. Oh bitte, ich will nicht. Oh come on. Nein. Oh, gut, dass ihr das Fenster gegriffen habt, aus Versehen. Ich habe direkt unter dem X-Knopf, wo man schließt, direkt drunter gegriffen mit der Maus. Ich wollte eigentlich auf diesen Button, aber war irgendwie so schnell in dieser ganzen Geschichte, dass das nicht so toll war. Warte mal, ich mache das jetzt immer nochmal so. Und der zuletzt übrig bleibt, den mache ich dann direkt über den Knopf. Bei der jeweiligen Firma, wollte ich gerade sagen. So ein verdammtes Zeitspiel hier. Medizinkapsel. Oh, wir werden es nicht. Oh, es wird einer fehlen. Wenigstens einer wird fehlen. Oh, ist das mies, ey. Ist das mies. Ich fasse es nicht. Schön gedacht, naja, kannst du schön pausen damit. Nee, kann er nicht. Ich könnte 6 Stunden warten und dann den Anhang dazu machen. Das ginge, aber das ist eigentlich Quatsch. Das muss nicht wirklich sein, weil das macht nicht viel Sinn. Wegen jetzt einem Scientist einfach zu warten zum Beispiel. Dann mache ich das halt offscreen oder ich mache das in der nächsten Folge, was eigentlich. Morgen dann wäre eine gute Idee. Das ginge noch. Da kann ich warten. Und das ginge noch, ne? Ja, das ginge noch. Oh ja, das ginge ja noch. Ja, das ginge noch. Oh ja, jetzt reicht's aber auch. Oh, komm schon, gib mir mal wieder hier irgendeine Kapsel. Meine Güte. Ist so spannend zu gucken, wie jemand wartet, bis er Kapseln kriegt. Ehrlich jetzt mal, ich würde die ganze Sache nicht anders machen, ne? Nicht hinsetzen, hey, da klickt schon wieder auf diesen Button rum, da wartet auf Kapseln, das ist echt geil. Oh, ich hatte eine Kapsel, zack, zum nächsten. Bist du Livestream so, wisst ihr? Oh Mann. So ein Gildensystem wäre in dem Spiel irgendwie cool. Die Frage ist, wie macht man hier ein Gildensystem? Tja. Dann frage ich mich auch. Konzentriere. Nein, nur 2. Ich brauche jetzt 5. Welcher ist denn jetzt mein letzter Kapseln hier? Du bist mein Hoffnungsträger, du musst mir 5 heben. Fünf Stück, du bist meine letzte Hoffnung. Komm schon. Komm schon. Wir haben übrigens fast 2000 Comrades die Sekunde. Was jetzt nicht unbedingt wenig ist, muss ich ehrlich stehen. Kann man nehmen für den Mike. Fünfe. Fuck, nein, das gibt's nicht. Ich habe bloß 4 gekriegt, das kann doch nicht sein. Also wie viel 3 so. Dabei hätte ich echt gedacht, das müsste reichen. Ein bisschen verschätzt, wa? Es sind auch nicht 15 pro Runde, sondern bloß 3, 9 maximal. Also durchschnittlich. Und keine 15. Hätte ich mit der Aufnahme mehr bis heute Abend warten können. Hey. Wenigstens kann ich die Roads relativ schnell skillen. Dann kann ich das hier relativ hoch pushen, was eigentlich keinen Sinn macht, oder? Weil wir den ganzen anderen Shit brauchen.
Auch wenn ich die Dinger skillen kann, kommen wir ja nicht wirklich weiter, weil 3 ist nicht viel. Das ist nicht viel, ne? Das ist so gar nicht viel. Tja. 20 Sekunden lang Erzbutton. Nee, das wollen wir nicht. Ich könnte instant mir 24 Stunden kaufen. Nee, das wollen wir auch nicht. Ist eigentlich totaler Quatsch. Auch dieser Button hier, ich meine, da würde es schon einige bringen, ne? Mal 99.999, das hätte schon was, aber... Ich finde, das ist eigentlich nicht nötig. Ich werde mir das später holen, wenn ich mal... irgendwann mal so 60 Scientists auf einmal hier kriege für so einen Button hier unten, ne? Aber sonst lohnt sich das ja nicht. Tat ja nicht. Oh, guck mal, wir haben jetzt wieder doppelt so viel. Ich brauche also immer wenigstens doppelt so viel von irgendwas. Naja gut, da jetzt hier wirklich nicht mehr viel passieren wird, so meiner Meinung nach, würde ich mal sagen, das war's für heute. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, auf Wiedersehen, Leute.